Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Samstagabend mit, ja, mit euch natürlich, mit mir und das Ganze auf Twitch. Wir haben heute ein neues Projekt am Laufen und zwar das Spiel, das eigentlich und ursprünglich mein erstes Twitch-Let's Play sein sollte, nämlich Evoland. Um was geht's da eigentlich? Das schaut ja ziemlich 2D-mäßig aus. Ziemlich alt. Ja, es ist eine Mischung aus alt und neu, kann man sagen. Etwas ganz Besonderes, etwas, ich würde sagen, schon bald Einzigartiges, obwohl es schon einen zweiten Teil davon gibt. Und zwar, wir beginnen mit richtigem altbacken grafischen Stil, sag ich mal. Also ich glaube 8 Pixel oder 16, ich habe keine Ahnung. Irgendwie so. Pit heißt das, glaube ich, ne? Und auch schwarz-weiß, soweit ich schon mal gesehen habe, weil ich habe einen kleinen Aufnahmetest gemacht, obwohl Steam-mäßig alles funktioniert. Steam-mäßig, Twitch-mäßig, ich bin verwirrt. Ja, das liegt daran, weil ich schon wieder meine typischen technischen Problemchen hatte. Und die mir jetzt leicht den Fokus geraubt haben. Aber das geht gleich wieder. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal das Spiel. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Lasst euch davon nicht irritieren. Schreckt euch nicht. Das ist wirklich alte Schule, was jetzt kommt. Mit sowas bin ich groß geworden. So haben die ersten Gameboy-Spiele ausgeschaut. Ich würde sagen, ich starte es jetzt einfach mal. Neues Spiel. Die Maus kann ich mal getrost beiseite lassen. Die braucht man bei sowas nicht. Freigeschaltet. Rechte Taste. Hier scheint es eine Truhe zum Öffnen zu geben, müsste es eigentlich heißen. Zu öffnen zu geben, ja. Gehen wir rechts. Wupp, geht sie auf. Freigeschaltet. Linke Taste. Immer nach rechts gehen ist öde. Wusch, machen wir auf. Ihr seht schon, das ist alt. Einige von euch werden sich vielleicht noch an Pokémon erinnern, wie es damals war. So wie hier. So circa in etwa, oder die alten Mario-Spiele auf dem großen, dicken, grauen Gameboy, den es damals gab. Zelda. Oder Zelda 1, sagt der Wolfi gerade, jetzt schalten alle weg, jetzt müssen sie kotzen gehen. Das ist so unglaublich schwer, ne, und furchteinflößendes Spiel. Und was jetzt die Besonderheit ist, ist jenes, Moment, ich bin mal leise. Man hört nichts, keine schöne Musik, kein Getrampel von den Schritten, nichts. Weil wir uns das alles erst freischalten müssen. So wie die linke und rechte Taste sozusagen, wie gerade eben. Wir gehen mal rauf, das haben wir jetzt freigeschaltet. Einfacher Bildlauf. Ihr möchtet sehen, wohin ihr geht? Stimmt's? Freilich möchte man das. Dann gehen wir doch mal weiter. Und ihr seht schon, ne? Wirklich alte Schule ist das. Wirklich alte Schule. Und ja, ich möchte weitergehen. Aber hier dieses komische Gestrüpp hier lässt uns nicht weiter. Das heißt, wir müssen irgendwo ein Schneidewerkzeug finden, damit wir hier mal weiterkommen. Und mal schauen, was wir hier in dieser Kiste haben. Freigeschaltet. Soundeffekte. Dadurch wird das Spiel gleich lebendiger. Sehr gut. Ah? Tap, 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 tap. Hört ihr das? Man hört Schritte. Man hört unsere Schritte. Und so werden wir nach und nach aus dieser grauen Welt ein farbenfrohes, modernes 2D-Spiel machen. Wir gehen einfach mal frisch fröhlich weiter. Was haben wir denn da? Freigeschaltet. Glatter Bildlauf. Erspart euch einiges an Kopfzerbrechen. Das ist aber sehr nett. So, hier geht es natürlich nicht weiter. Bäume sind natürlich immer ein Hindernis bei solchen Sachen. Aber da haben wir ja eine Brücke, weil übers Wasser können wir, also ins Wasser können wir momentan auch nicht hüpfen. Wir haben keine Schwimmflügel oder so. Was haben wir da? Oh, da ist noch eine. Freigeschaltet, ein Schwert. Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüsch niedermähen. Sehr fein. Würde ich sagen, wir gehen gleich mal zurück. Ups, so. Diese Dinger hier sind übrigens Steine. Ja, oder Hügel, wo man nicht drüber kann, irgend sowas halt. Mit der Leertaste, wusch, können wir Sachen kaputt machen. Mit unserem Schwertchen. Wusch, und was haben wir da? Freigeschaltet. Ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Da haben wir was zu tun. Ihr seht schon, Bäume können wir nicht niedermähen.
Das geht hier nicht. Da werden wir wahrscheinlich, wenn es sowas gibt, eine Axt eventuell haben, tun dürfen. So. Da geht's auch weiter. Schau mal da unten. Wusch, wusch. Und ihr seht schon, es lohnt sich auch, des Öfteren mal rückwärts zu gehen. Also wieder zurück. Was haben wir denn da? Freigeschaltet. Die Karte Oktorak. Oktorak. Eine neue Karte, die ich jetzt nicht fertig lesen durfte. Hey, wie gemein. Ich wollte es noch fertig lesen. Wahrscheinlich, damit wir das Gebiet auf einer Karte haben, ne? Wie es halt gehört. So, schön niedermähen. So. Bam, 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 bam. Da stiefelt unser Held dahin. Ich habe das Spiel auf Steam gefunden, gesehen, wurde mir mal vorgeschlagen in einer Werbung und ich fand es interessant. Freigeschaltet, Monster, ja, das haben wir jetzt gebraucht. Vorsicht, berührt sie nicht. Jawohl, außer mit unserem Schwertchen hier, ne? Okay, da war nichts mehr, passt. Hab's auf Steam als Angebot bekommen, in einer Werbung, hab mir auch. Was mit einmal? Game over? Drück Aktion, um zum Titelbildschirm zurückzukehren. Wie gemein. Du Sau. Fortfahren? Geht das? Wo stellt man an? Ah, hier oben. Irgendwie. Okay. Wusch. Wusch. Wir haben jetzt eine Kiste gespoilert. Da war nämlich eine Kiste. Spiel gespeichert. Da war eine Kiste mit den Musik, die wir hier hören. Mit Musik. Jetzt hört sich's doch schon besser an, oder? So, wo geht's jetzt weiter? Ah, darüber, ne? Das hier, Wüste. Wüste. Was haben wir da? Freigeschaltet, 16 Farbenanzeige. Oh mein Gott, Farbe! Oh mein Gott, Farbe! Sag mir, wusch. Diesmal haut uns nicht weg. Die gute alte Musik. So wie früher. So, trotzdem muss ich mich noch ein bisschen besser umschauen. Das ist nämlich wieder so ein typisches Versteckdingens. Kakteen können wir nicht zusammenschlagen. Das ist wieder typisch. Was haben wir da? Freigeschaltet. Ein Stern. Jawohl. Stern Nummer 2. Wusch, wusch, wusch. Was haben wir da? Freigeschaltet. Die Karte Fledermaus. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Doppelzwilling? Was ist denn das? Ich habe das Gefühl, wir werden es noch herausbekommen. Das heißt, die vorige Karte war auch sowas. Höchstwahrscheinlich. Wusch. Ich habe mir gedacht, für die lieben YouTube-Leute, ne? Die Länge des Spiels, ich werde es mal so mit einer Stunde ansetzen. Pro Bart. Ich glaube, das ist okay. Ich will da rein. Das ist sicher was zum. Brauchen Sie eine Spitzhacke oder sowas? Wow, Fledermaus, Fledermaus. Wow. Was haben wir da? Oder vielleicht gibt es auch Bomben. Na? Das kennt man ja auch aus solchen Spielchen. War ich da drüben jetzt schon? War da drüben jetzt irgendwas? Na. Glaub nicht. Da, Vorsicht. Ah, speichern. Das tun wir gern. Jawohl. Was haben wir da Schönes? Evoland. Nach jahrhundertlangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolantia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen. Um in den Notleidenden, ich kann nicht so schnell lesen, dank des jahrhundertlangen Friedens hattet ihr lange Zeit, bla bla, bla bla. Hey, das ist gemein, ich bin jetzt so schnell im Lesen. Ich wollte das jetzt dramatisch vorlesen, verstehst mit Pausen, dann geht das so wusch, wie bei Star Wars, ne? Futsch ist der Text. Der nächste Stern, jawohl. Also, wir sind hier in einem. Wir sind da, ja. Wir sind ein Held, wir sind da in einem epischen Abenteuer, jawohl. Ja. Und so weiter. Was haben wir da noch Schönes? Freigeschaltet. 256 Farbenanzeige. Das ist schon fast echte Grafik, stimmt's? Ja, fast. Boah, das war knapp. Sind das Stiefmütterchen? Schaut's aus. Na, du Gratler? Und du auch. Wusch. Na komm her. Wusch. Na komm her. In, in, in. Na, du vielleicht? Wusch. Und jetzt du. Ah, boah, das war knapp. Was haben wir da? Freigeschaltet. Zeichenanzeige. Zum Glück scheint euer Held diese Zeichen lesen zu können. Juhu, wir können lesen. Was für ein Glück.
Dieser Pfad ist nur für wenige Abenteurer geeignet. Ja. Vor allem all jene, die lesen können. Ohohoho. Also nicht du. Ja, du nicht. Ja. Wir werden wahrscheinlich wieder ein bestimmtes Item brauchen. So, wusch und weg damit. Freigeschaltet. Freie Bewegung. Zeit für etwas Action. Abenteuer. Okay. Was haben wir da? Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Norden, Süden, Osten. Also da lang. Gibt es da oben irgendwo was? Nö, ne? Baum, 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 baum. Da ist aber alles voll mit Steinen. Machen wir es halt so. Ob wir da irgendwie weiterkommen tun? Ist da vielleicht irgendwie... Kann man jetzt schwimmen? Nein. Mit dem Pfad im Osten. Hat sich hier jetzt was? Ah, hier. Oder was? Nö. Herr Schnucki, da geht's nicht weiter. Herr Schild. Und die hängt schon fest. Sehr schön. So muss das ausschauen. Warum sind hier auch überhaupt so viele Felsen? Ich will, dass du weggehst, du Felsen. Schuh. Im Osten. Ja, Osten ist gut gesagt. Da geht irgendwie... Scheiße, ist da gerade irgendwo so ein ganz bescheidener Weg... Und dann haut er schon hin. So. Ja. Ah! Ach so. Dazwischendurch einfach. Ach so. Bin gerade wahrscheinlich so hängen geblieben, ne? So. Ja, stehst fest. Super. Bravo. Was haben wir da? Bist du Freund oder Feind? Oh, ich glaube, das war nicht so klug. Huch. Bist denn du? Uff, uff, uff. Keine Ahnung, ob der jetzt. Keine Ahnung, ob. Nein! Wieso bin ich jetzt verreckt? Ach komm. Ja, fortfahren. Wir haben mich gespeichert. So, nochmal. War langsam. Uff, jawohl, der erste ist besiegt. Na komm da. Diesmal, ja, mit Schild. Ist logisch. Wow. Ist logisch. Wusch. Ist klar. Mit Schild. Hilfe. Wusch, wusch, wusch. Yeah, Pfad freigeschaltet. Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Alles klar. Alles klärchen. Was haben wir denn da? Freigeschaltet. Inventar. Klick das Symbol an oder öffne es mit dem Tab. Mit Tab. Wir haben ein Schwert und sonst nichts. Das runde Ding wird wahrscheinlich ein Schild sein. Oh, könnte eine Bombe auch sein. Und einen Bogen gibt es auch. Mhm. Okay. So. Ah, wo sind wir da? Die Überwelt. Die Welt zu erforschen ist nett, nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen in Acht. Zufällige Begegnungen? Aha. Das haben wir auch, alles klar. Und da gibt es sicher wieder versteckte Orte, irgendwas. Meistens sind sie so mit Höhlen und so markiert. Was haben wir da? Rundenbasierender Kampf. Freigeschaltet, sehr gut. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Jawohl, servus. Emuk, wir greifen an. Den da, ja. Wir haben keinen Namen. Aber wir dürfen dir noch einen Namen geben. Ich wüsste aber gar keinen. Wie darf man den denn? Evo. Jetzt ist er hin. Wow, jawohl, ihr habt 50 Glees gewonnen. Sehr schön. Wir sind reich, hurra. Ein Eis geht sich schon mal aus. Baum schaut verdächtig aus, ist aber nichts, ne? Ich sage nichts mehr. Slime! Schleimi, ne?
Wüms. Und wir kriegen schon wieder eine aufs Maul. Geht schon? Hopp, hopp. Boah. Wieder 50 bekommen. 50 Glees. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da ist noch eine Truhe. Freigeschaltet. Mode 7. Sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Aha, Mode 7. Aha. Wow. Noch ein Schleimi. So, Attacke. Ich dachte mir, wir werden heute mal bis 10 machen. Schauen wir mal, wie lange wir Bock haben, sage ich mal so. Wie lange wir alle Bock haben tun. Aber ich setze mal auf 10 an. Okay. Dann hier. Freigeschaltet. Ortsname. Hier erfahrt ihr die Namen der Orte, die ihr bereist. Mhm, alles klar. Da gibt's Gras. Kann man das Gras ernten? Natürlich nicht. So. Hallo? Wow. Wow. Husch. 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 Yeah. Boah, 4 sind da. Grauslich. Husch. 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 Und husch. Jawohl. Und der nächste. Geht ja. Husch. Husch. Uah. Und kabusch. Jawohl. Und der nächste. Mhm. Husch. Husch. Und husch. Jawohl. Freigeschaltet. Truhe freigeschaltet. Alle Monster zu töten. Kann ebenfalls Schätze freischalten. Das ist ja fein. Also das werden wir gleich mal speichern. Speichern. Bam, bam, bam. Nur wo ist denn die Truhe? Einfach nur so? Da haben wir was. Freigeschaltet. Dorf. Warum ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Das ist ja gar nicht wahr. Das ist ja voll gemein. Freigeschaltet. NSC. Endlich jemand zum Reden. Oder auch nicht. Boah, ist der groß. Sind wir ein Kind? Hallo? Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Wir sind ein Kind. Okay. Wir sind ein Kind. Kann ich da rein? Ich denke noch nicht, ha? Huh? Zumindest mit der Leertaste geht da noch nichts. Es schaut jetzt immer besser aus, oder? Das Spiel. Meine ich. Ich hoffe, dass wir da nichts, also dass ich nichts übersehen, du. Hallo, du bist auch ein Kind. Redest du mit mir? Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. So einfach geht das? Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Ja, scheiße. Und dann werden wir den holen für dich, oder? Wir sind ein mutiges Kind. Auch wenn es für Kinder, also bitte nicht nachmachen. Ja, falls jetzt Kinder zuschauen, nicht nachmachen. So, was haben wir da? Freigeschaltet, Häuser betreten, na endlich. Ihr könnt jetzt beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Das ist sehr schön. Was haben wir denn hier? Hallo, jemand da? Freigeschaltet, Gastwirt. Falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch. Zu einem fairen Preis. Ja, wahrscheinlich zahlen wir uns da wieder bettelarm. Servus. Ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch gegen 10 Glees, in unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen? Ja, 10 können wir uns leisten. War schon anstrengend heute. Oh, was? Schon aufstehen? Entschuldigung. Wollt ihr euer Spiel speichern? Ja, gerne. Ah, das war jetzt nicht. Das war jetzt nicht schlecht. Mhm. Mein Krampf von Acephyros klingt nicht besonders unterhaltsam. Das war ein Blumentopf. Die Rettung der Welt mit Heldenkristallen. Von H. Sakaguchi. Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Kann man da auch rein? Nö, ne? Nein. Kann man eigentlich... Kann ich schon irgendwie sprinten oder so? Wahrscheinlich nicht, ne?
Das wird alles erst kommen tun. Steht hier auch was? Bücher? Die Legende von Kefkas Geist. Village People. Hiesige Legenden, glaube ich. Aha. Okay. Und ist hier noch irgendwas zu mitnehmen? Ihr habt einen Trank gefunden. Ich hab's gerochen. Ich schwöre, ich hab's gerochen, dass da was ist. Gut. Dann beim Tisch ist da... Na, da ist nichts. Gut, dann gehen wir wieder. Super, unser erster Trank. Hurra! Hier in den Gebüschen oder so wird wohl nichts versteckt sein. Bäume schütteln werden wir auch nicht können, hoffentlich. Na, das erleichtert die Arbeit ein bisschen. Okay, sagen wir zumindest noch können wir es nicht. Servus, redest du mit uns? Nein, noch immer nicht. Rassist, mag keine Kinder. So, was haben wir da? Wie man einen E-Book zubereitet. Von H. Walsch, lecker. Ugh. Das Viech kann man essen? Alle eure Truhen gehören zu uns. Was? Alle eure Truhen gehören zu uns. Das ist nicht ganz deutsch, ne? Da gab es wohl eine Das steht's ja. Da gab es wohl ein Übersetzungsproblem. Ja. Ist gut. Da haben wir es ja. Das ist pure Absicht. Wen haben wir denn hier? Freigeschaltet, Ladeninhaber. Bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gil ausgeben. Also heißt doch Gil. War das ein Übersetzungsfehler? Dann heißt es Gil. Das ist dieselbe Währung wie bei Final Fantasy. Aber verratet es keinem. So. Tut mir leid. Der nationale Schwertverband verbietet uns, Waffen an Kinder zu verkaufen. Ich hasse es, ein Stöpsel zu sein. Echt. Brrr. Was haben wir da? Ich habe 50 Glees gefunden. Das ist mit klein. Absichtlich Schreibfehler. Das ist klein geschrieben. Ach, ich mag das Spiel. Ach ja, wie heißt so schön die guten alten Zeiten, ne? Aber ich meine, kommt ja heutzutage auch noch vor, ne? Ich meine, die Spiele werden immer größer und größer, da kann sowas schon mal passieren. Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kefkas-Geist und frisst euch auf. Die typischen Kindermärchen, ne? Der Struwelpeter, der Suppenkasper. Wenn ihr eure Suppe nicht aufesst, dann werdet ihr sterben. Oder der Typ, der den Kindern, die einen Daumen lutschen, die Taumen abschneidet. Ich habe nie wieder an meinem Daumen gelutscht. Nie wieder. Niemals nicht. Seitdem ich dieses Märchen, diese Kindermärchen gehört habe. Ja, ich hatte nämlich so eine Hörkassette damals. Die habe ich geschenkt bekommen. Das war so üblich. Und das war nicht schön. Nein. Auch der Struwelbeet ist so eine Sache. Ich schwöre, ich habe angefangen, meine Nägel abzukauen, damit ich nicht solche langen Fingernägel kriege wie der. Ich schwöre. Ja, ja, liebe Eltern, das ist der Grund, warum eure Kinder an den Fingernägeln nagen. Jawohl. Also hört's auf mit solchen Sachen. Na, ist nur Spaß, aber trotzdem. Das waren schon harte Zeiten. Diese Tür ist verschlossen. Was sich wohl dahinter verbirgt. Gibt es da hier vielleicht einen Schlüssel oder so? Oder können wir... Oh, da ist der Brunnen. Vielleicht können wir vom Brunnen aus ins Haus gelangen und dann können wir vielleicht da was mitgehen lassen. Hallo. Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Aber es ist doch helllichter Tag. Ich kann nicht rund um die Uhr schlafen, du olle Zicke, du. Das ist immer typisch, ne? Wenn man keinen Bock auf Kinder hat. Ach, möchtest du nicht schlafen gehen? Oder geh doch mal Fernsehen schauen. Irgend sowas, ne? Immer nett. So, was haben wir da Schönes? Schöner Teppich. Wen haben wir denn da? Freigeschaltet die Karte Tork. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Ich habe keine Ahnung, was Doppelzwilling ist. Was haben wir im Schrank? Das Medium ist die Massage. Message. Entschuldigung, nicht Massage. Das Medium ist die Message. So. M. McLuthan. Sagt man das so? McLuthan? Luan wahrscheinlich. Wie passend. Der ultimative Führer für alles von S. Miyamoto. Ein absolutes Genie. Oh ja. S. Miyamoto. Der Miyamoto. Richtig, ja. Natürlich.
Reine Absicht. War nicht der vorige japanische Name der Typi, der Final Fantasy und so gemacht hat? Da kenne ich mich jetzt aus. Ich bin ja mehr auf der Nintendo-Seite. Ja, ich oute mich gerade. Für gewisse Leute. Aber ich habe auch... da war ein Trank drin. Aber ich habe auch Final Fantasy gespielt. Gut, zwar einen Teil, der läuft gerade auf meinem Kanal. Final Fantasy 9. Das war mein... ist mein allererstes Final Fantasy gewesen, das ich jemals in den Griffeln hatte. Ich habe mir sogar extra dafür eine PlayStation 1 gekauft, zusammengespart sogar, aus meinem eigenen hart verdienten Taschengeld. Ich habe jeden Schilling damals, ich glaube das war noch Schilling oder war schon Euro? Ich habe keine Ahnung, ich glaube Schilling. Damals, unsere österreichische Währung, habe ich gespart für dieses Zeug. Ich wollte es unbedingt haben. Und habe es dann noch verbilligt bekommen, weil ich so lange sparen musste, bis die Konsole und das Spiel schon schon altbacken war. Und die zwei ja schon auf dem Markt war. War mir aber wurscht. Ich wollte es haben, unbedingt. Was hast du zu sagen? Lasst mich in Ruhe und spielt mit den anderen Kindern. Ja, machen wir gleich. Ich werde nämlich in den Brunnen steigen und werde meine Füße nass machen. Und dann werde ich als erwachsener Mann vor euch stehen. Wahrscheinlich, weil wir werden den Samen futtern. Da kriegt der Bursch sicher nicht. Boah. Oder vielleicht schenkt er ihn uns ja auch, weil wir so lieb sind. Die Sache ist nur, wo war jetzt dieser Brunnen? Nein, warte, der war da weiter drüben. Die Glatze da, die habe ich mir gemerkt. Der muss hier irgendwo gewesen sein, der Brunnen. Da ist er. Kann man da rein? Ja. Den Brunnen betreten. Vorsicht, dort unten ist es dunkel. Ja, gehen wir runter. Ja, okay, so dunkel auch wieder nicht. Im Brunnen, freigeschaltet, geheimer Ort. Was zum Teufel habt ihr hier unten zu suchen? Wir suchen einen Samen. Ja, da ist er auch schon. Hallo Samen, ihr wollt einen merkwürdigen... ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Warte noch. Zuerst hier umschauen. Den sollen wir gleich essen, dann können wir den Burschen sowieso nicht zurückgeben. Das ist aber nicht nett. Was haben wir denn da noch Schönes? Eine Truhe. Freigeschaltet, die Karte Wurm. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Jo, ein Würmchen. Regen oder Sandwurm? Na dann, guten Hunger, ne? Mahlzeit. Abracadabra, Fidibus, Streckus, Erwachsus. Yeah. Freigeschaltet, größer werden, so einfach kann's gehen. So schnell vergeht die Zeit, meine lieben Kinder. Was haben all diese Kinder in Videospielen, was? Mit der Größe? Ich glaube, mit der Größe war's, ne? Babunkia. Hallo, Schnecke. Na, ich bin jetzt ein großer Mann. Na, ich glaube, ein Teenager sind wir, ne? Ich glaube, gerade so 18. Schaut's aus. Sind wir erwachsen? Ja, kann man sagen. Schon, ne? Die ist aber um ein Pixel größer als wir. Das machen die Stöckelschuhe. Definitiv. Na, Schnecke. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Ja. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Was für meine Freundin? Oh, Schamesröte. Wir haben eine Freundin. Na du? Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lebt Kefkas Geist dort. Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. Ja, die sind in die Höhle rein, haben was Grunzen gehört und haben das weitergesucht. Ja, sind jetzt alle im Gasthaus irgendwo und gönnen sich eine Mütze voll Schlaf. Genau. Oder sie skillen und leveln gerade. Das könnte auch sein. Ja. Was? In den Höhlen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Ja, ich habe ein Schwert. Und ein Schwert könnte dieses Fass da... Ja. Wir können das Fass auch umschmeißen und wegrollen und wir könnten durch. Ja. Fässer sind ein Hindernis. Gut. Du warst jetzt hier drin ein Nichts, ne? Da war sonst nichts, nein. Der Waffenhändler,
der Itemhändler, besser gesagt, ist der da oben, der da und unten war das Inn, ne? Oder? Bin ich doof? Ah, na, da war ich verschlossen. Das Haus war's, genau. Das Heisel. Na, ja, Stein. Warte, mit dem müssen wir auch noch reden. Hallo? Willkommen im Babunkia. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt, mein Herr. Ja, na, wie sie auf einmal reden können, ne? Servus. Ah, Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Ja, ich sag immer nur dasselbe. Ach, wenn ich doch nur kein Kind mehr wäre. Mei, es wäre so schön. Ach ja. Hm, armer Tropf. So, hier sind wir Itemladen, ne? Servus. Willkommen im Abenteuerladen. Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Danke. Ja, meine Frau steht auf Diamanten und die sind so teuer. Langschwert, Kupferrüstung, Phönixdaune. Ach, hör auf. Doch keine Phönixdaune. Da haben sich doch ein paar von Final Fantasy inspirieren lassen, ha? Seltene Karte. Aha, so viel haben wir eh nicht. Die können wir uns gar nicht leisten. Final Fantasy hat nämlich Phönixfedern und eine weitere höhere Stufe Phönixdaune. Und in Final Fantasy 9, weil ich mich nur in dem halt recht gut auskenne, hat die Phönixdaune noch einen Effekt. Welchen das ist, schaut's einfach in meinen Let's Plays nach. Ich sag nur so viel. Ein kleines Mädchen kann damit was Großes bewirken, sagen wir so. So. Ich würde sagen, was nehmen wir mit? Die Rüstung? Ihr habt den Gegenstand Kupferrüstung gekauft. Eure Verteidigung ist erhöht. Ja. Oh. Ihr habt kein Geld mehr? Dann schleicht's euch. Ja, schon gut. Meine Güte, immer diese Unhöflichkeit. Gut, wir haben jetzt eine Waffe, wir haben eine Rüstung. Dürfen wir jetzt schon da hinüber, hinaus, in die Höhle da gehen? Hallo? Dann halt nicht, dann müssen wir Kohle verdienen. Dann geht's halt anders, dann brauchen wir Geld. Dann würde ich sagen, wir holen uns welches, oder? Verlassen wir halt das Dorf. Müssen wir halt jetzt ein paar Gegner leider besiegen. Wir brauchen, was waren's? 100 für das Langschwert und die Phönixdaune werden schlecht mitnehmen, ne? Boah, da müssen wir einiges zusammenschlagen. Ah, sind wir schon zu zweit? Baum, baum, baum. Ja, ja, tritt mich nur. Du kannst mich schon anschleimen. Das macht uns gar nichts mit unserer Kupferrüstung. Bitte, das wischen wir ab. Zur Not hüpfen wir in den Teich und dann passt das schon. So. Wow, 100 Glees haben wir gewonnen. Glees. Ah, schön. Ich mag das so mit Rechtschreibfehlern und so. Das ist echt geil. Übersetzungsfehler, Entschuldigung. Jetzt sind wir schon drei. Jetzt sind schon drei. Wusch, wusch, wusch. Und der nächste. Wusch. Ja, ja, die gute alte Zeit. So, und jetzt ist er hin. 150 Glees gewonnen. Yeah. Aber da ist nichts, ne? Da. Nö. Ich hoffe so, dass wir keine Kiste übersehen. Ah, das Händel, der Emuk. Also, machen wir Brathähnchen draus, ne? Jetzt rufen wir den zuerst mal und dann geht's auf in die Pfanne. Ah. Vielleicht legt er vorher noch ein paar Eier. Dann können wir Spiegelei auch noch dazu machen. So. Na komm. Jawohl. Sehr gut. Bald stinken wir vor der Geld. Aber ich glaube, das reicht schon fast. Da geht's sowieso nirgendwo weiter, ne? Da kann ich mich schon umschauen, wie ich mit. Was? Nur einer? Pff, bitte. Daneben, daneben. Edgy Page. Sehr gut. 50 Glees. Jo. Da kann ich nichts übersehen haben. Wir können über die Berge nicht drüber. Dann schauen wir mal, was wir noch einkaufen können. So.
Shoppy, Shoppy, Shop, Shop. Das warst du jetzt. So. Hallo, ich hätte gern bitte ein Langschwert. Das hier. Ausgerüstet. Jetzt seid ihr zum Kampf gegen stärkere Monster bereit. Super. Ihr habt den Gegenstand Langschwert gekauft. Euer Angriff ist erhöht. Jo. Und dann nehmen wir noch... Haben wir noch... Jo, soll man eine Phönix-Daune mitnehmen? Nehmen wir eine mit. Ihr habt den Gegenstand Phönix-Daune gekauft. Wurde eurem Inventar hinzugefügt. Sehr gut. Inventar war jetzt... Ja, Knopf war jetzt so schnell. Ah, Tab war das, genau. Tab. Gegenstand, wir haben Trank, Kupferrüstung, Langschwert, Phönix-Daune. Gut, ich möchte ihn gerne mal benennen. Ich weiß aber nicht wie. Link wird ja passen, oder? Das ist so grün angezogen. Weißt was, ich habe schon einen Namen. Oh, ich habe schon einen Namen. Das ist eigentlich immer... Ja. Seit ich Let's Plays mache, benenne ich Burschen immer nach dem Namen. Das ist noch ein Geheimnis. Servus, Opa. Wie nennst du mich, du Bengel? Nehmt euch auf dem Weg zu den Höhlen vor den Monstern in Acht. Ach, die schnetzeln mal alle nieder. Null Problemo. Sollen wir speichern? Ich gehe nochmal pennen, ha? Ist schlauer. Gehen wir nochmal pennen plus speichern, weil ich bin ja ein Schussel, wie ihr wisst. Und bei beiden Händen tollpatschig, inklusive Füße. Darum sitze ich auch immer, weil ich sonst beim Stehen auf die Nase fallen würde. Ja. Servus, meine Hübsche. Oh, ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch gegen 10 Glies in unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen? Ja, bitte doch. Boah. Was, Schatz? Was? Muss ich schon aufstehen? Wollt ihr euer Spiel speichern? Bitte gerne. Sehr gut. So, haben wir noch irgendwas Neues? Na, der da, den habe ich gemeint, ne? Sakaguchi. Sagt man das so? Sakaguchi? Ist das der Macher von Fire Emblem? Wegen Heldenkristalle und so? Die älteren Final Fantasies hatten doch immer mit diesen Kristallen zu tun, oder? Die Helden des Lichts immer sammeln mussten oder so, ne? Ich habe mir später mal, glaube ich, den Dreierteil war das, glaube ich, gekauft. So irgendwie. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch. So, können wir hier irgendwo weiter? Nö, ne? Da ist die Karte vorbei, Ende aus. Gut, dann gehen wir darauf. So, eine neue Kiste. Was haben wir denn? Ja, okay, gleich. Gleich. So, wie viel Schaden machen wir denn jetzt? Gut, das ist um einiges stärker, das Schwertchen. Supi. Aber ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen kurz für ein Langschwert. Was? Ihr habt 50 Glies gewonnen. Super. Was haben wir denn da? Freigeschaltet. Erzwungener Kampf. Hallo, ich bin nicht fertig mit Lesen. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Skaven. Sind das Maulwürfe mit einer Blume auf dem Kopf? Oh. Es gibt auch Raupen, die haben Blumen auf dem Kopf und eine große rote Nase wie die. Was? Sie wurden wohl von diesen Monstern angegriffen. Ja. Ja, das sagt's gerade der Wolfi. Wie Wickler, ne? Die Wickler. Nur sind das, glaube ich, Maulwürfe. So, immer auf die... Moment. Da haben wir gerade einen zweiten Balken. Bekommen wir jetzt etwa einen Verbündeten? Und 180 Glees haben wir gewonnen. Tatsächlich, ein Mädel. Danke, dass ihr mich vor diesem Monster gerettet habt. Okay, wir kennen sie nicht. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Ja, freilich, Herzchen. Erzwungene Wahl. Hier scheint dem Szenario die wichtige Verzweigung zu fehlen. Die richtige. Entschuldigung. Gebt ihr einen Namen. Caris. Weißt was? Die nenne ich Alexis. Einfach so zur Gaude. So, also das A, dann das L, das I, falsch, schreibe ich den zusammen. So, so, Alex, jetzt kommt das I und das S. Da. So machen wir das.
Fertig! Obwohl sie eher meiner Schwester ähnlich schaut. Alexis hat sich dem Team angeschlossen. Ja, servus, Mäuschen. Wie kann ich denn jetzt meinen Namen ändern? Ich will auch anders heißen. Die Figur hier. Beziehungsweise... Geht das? Der hat immer noch Fragezeichen. Vielleicht geht das gar nicht noch. Vielleicht muss ich das auch erst freischalten. Oder ich habe es am Anfang schon verbockt. Das könnte es auch sein. Bam, 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 bam. So, wo geht's hier noch lang? Mal suchen, mal schauen. Da könnte schon wieder eine Truhe versteckt sein. Ich... Na, ist nichts versteckt. Jetzt werden wir gleich kämpfen dürfen wieder. Jetzt kriegen wir gleich auf die Fresse. Sie ist bestimmt Heilerin, ne? Hui, da freut sie sich. Da freuen wir uns beide eigentlich. Bam, 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 bam. Sie könnte aber auch eine Magierin sein. Vielleicht eine Weißmagierin, die beides kann. Kämpfen und heilen. Und wir sind in der Kristallhöhle. Was haben wir da? Huch. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Na endlich! Jetzt da. Und zwar, so, schön hinsetzen. Löschen, löschen, löschen. Der heißt nämlich, pass auf. So. So. Der Name gefällt mir eigentlich so gut. Eigentlich hätte sie müssen Braut heißen, weil ihr könnt euch schon denken, wie er heißen wird. Richtig. Nämlich, da ist das R. Zocker. Ganz einfach und unkompliziert. Und sie hätte eigentlich müssen Braut heißen. Freigeschaltet. Ein Name. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Schön. Ah, eine Truhe. Was haben wir denn da Feines? Höhlenmonster. Toll. Freigeschaltet. Supi. Hoppla. Die Höhle scheint bewohnt zu sein. Großartig. Ja, ist schon gut. Wir brauchen wahrscheinlich eh die Level. Ups. Gibt's sicher auch mal. Wusch. Und? Wusch. Ich habe vergessen durchzulesen, was die eigentlich alles kann. Wuhl. Ihr habt 120 Glees gewonnen. Jawohl. Was bist du denn eigentlich? Das ist nur Moos wahrscheinlich oder so. Schaut aber... Schaut verdächtig aus. Da ist gar nichts. Da ist nichts. Was haben wir da? Cobra Zero. Aha. So. Ihr habt 50 Glees gewonnen. So. Warum ich ihn jetzt nicht Wölfchen genannt habe oder so? Ganz einfach, weil er keine schwarzen Haare hat. Ich würde niemals eine Figur, die keine schwarzen Haare hat, Wolfgang nennen. Das passt nicht. Das würde mir gar nicht gefallen. Vielleicht kommt ja noch einer dazu oder vielleicht können wir ihm ja umstylen. Das hätte ich dann nicht, habe ich dann nicht gewusst, wenn das möglich ist. So, ihr habt 120 Glees gewonnen, Subi. Aber ich glaube, vielleicht kommt ihr noch, vielleicht können wir ja noch mehrere Figuren dazu nehmen, Verbündete dazu nehmen, irgendwer wird schon passen. Jo. So, auf jeden Fall hauen wir den weg. Magie. Heilen. Schau, tatsächlich kann sie heilen. Hui. Fein gemacht. So, und Attacke. Boah, da kriegen wir ordentlich Kohle zusammen. Von wo sollen wir jetzt kommen? Von da? Na, von da nicht. Da ist eine Truhe. Kiste. Einen Trank gefunden. Da auch noch was? Na, können wir zusammenhauen, aber passiert nichts. Hallo, hallo. So. Ich glaube, wir tun nochmal heilen. Hui. So, angreifen. 120 Glees sind unser. So, was haben wir da? Nix. Da? Nix. Da? Nix. Da? Nix. Da. Ja, ein Trank. Hurra. Nix. Und 50 Glees. Supi. Das Lager hat sich ausgezahlt. So. Wir greifen an. Wusch. Und hin ist er. Das ging ja flott. So, links oder rechts? Ich glaube, ich gehe mal zuerst links. So, Angriff und gleich wieder heulen. It's magic.
Hui! Und Angriff. So ist fein. Oh, eine Kiste. Freigeschalten. Erfahrungspunkte. Endlich. Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt zu 9 Stufen auf. Was haben wir da für eine Errungenschaft? Jetzt war ich zu langsam. Sogar Steam hat da eine Errungenschaft für uns. Okay. Also, Attacke. Ich glaube, heilen brauche ich da mal nicht. Angriff ist gut. Jo. Sehr fein. Und wir haben 50 Glees und 3 EP gewonnen. Subi. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob wir hier weitergehen sollen. Das schaut irgendwie aus, wenn es der weiter Weg ist. Ich probiere es mal auf der anderen Seite, auf der rechten. Ein Tork. So. Wunderbar. Das ist irgendein gepanzertes Ungetüm. Daneben. Das ist immer fein. Jawohl. 70 Glees und 5 EB-Punkte gewonnen. Zocker hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Alexis hat Stufe 2 erreicht. Ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Super. Bravo. Fein, fein. Schau, da ist noch eine. Hä? Nanü? Jetzt sag bloß, wir müssen von der anderen Seite hin. Schaut's aus. Das war jetzt für die Fisch. Mhm. Der Angriff war nicht schlecht. 4 EP-Punkte und 120 Glees. Das ist jetzt gerade ein bisschen kacke. Echt. Ich muss mal kurz auf die Uhr klupschen nebenbei. So. Wir griffen an da. So. 50 Glees und 3 EB-Punkte. Der erste Part für YouTube ist gleich zu Ende. Ein paar Minütchen noch drüber, weil ich heute später angefangen habe. Ja. Wegen meinen wöchentlichen technischen Problemen, die immer kommen tun. Mit purer Absicht, bin ich mittlerweile der Meinung. Ja. So. Und wir heilen uns mal nebenbei. Ja. Wir heilen uns mal nebenbei. So. Fein. Yay. Zocker hat Stufe 3 erreicht. Sein Wert für Verteidigung wurde erhöht. Alexis hat Stufe 3 erreicht. Der Wert für Magie wurde erhöht. Super. Supi. Da gehen wir mal runter, weil da unten müsste die Truhe sein. Baum, baum. Ja, wir haben einen Stern gefunden. Sehr gut. Sammelt alle versteckte Sterne in Evoland. Die werde ich niemals alle finden. Niemals nicht. So. Wusch, wusch. Wir greifen an. Kabusch. Und ich würde sagen, heilen. Yeah. Und zack, brack. Da fällt mir gerade auf, wir haben noch gar keine Magiepunkte. Ihr habt 120 Glees und 4 EB-Punkte erreicht. Und bekommen. Jawohl. Erreicht, genau. Bekommen. So. Noch eine Truhe. Lebensquell freigeschaltet. Etwas frisches Wasser heilt vielleicht eure Wunden. Aha, der Brunnen hier. Ja, sachte, sachte. Mach mal gleich. So, ich würde sagen, sie kann einmal angreifen, ganz normal. Ich bin gespannt, ob sie auch, keine Ahnung, Schwarzmagie nutzen kann, weil momentan nutzt sie ja Weißmagie, ne? In Form von Heilen. So. Angreif, Angreif, Griff, Griff, Griff. So, die sterben eh sowieso gleich mal. So, ich würde sagen, den da. So, ist gut. Wie sich der Angriffsbalken auffüllt, ne? Das erinnert mich auch so an Final Fantasy. Wahnsinn. Ihr habt 190 Glees und 9 Erfahrungspunkte bekommen. Boah. Ja. Eure Trefferpunkte wurden wiederhergestellt. Spiel speichern. Bitte ja. Bitte ja. Das wäre jetzt ein guter Moment, um den Part zu beenden. Für YouTube eben. Würde sagen, machen wir doch gleich. Meine lieben YouTube-Leute, das war's für euch mal für heute quasi. ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns morgen wieder. Tschüss! Twitch-Leute, hier bleiben. Nicht weglaufen. Ich tue nur schnell den Part beenden, ja?